Ihr habt nicht so ein Versuch. Er versucht unständig. Was er wohl tut. So stark wie Salah. Das muss geschafft werden. Er scheint unglücklich. Ja. 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 Hat er seinen Verstand verloren? Was geht vor? Wovor läuft der davon? Was bringt einen das in sich so ab? Was mag ihn veranlassen, so zu rennen? Wie rücksichtslos kann man denn machen? Er sollte keinen Ärger machen. Was gibt es, Novize? Ich bin kein Novize. Der Wert eines Mannes wird von Taten definiert, nicht von Markierungen auf der Kleidung. Wir können streiten oder Al-Mualems Arbeit verrichten. Eure Entscheidung. Dann legt los! Al-Mualem möchte Masht Adin tot sehen. Er hält nicht weit von hier eine öffentliche Hinrichtung ab. Sie ist sicher gut bewacht, aber damit werde ich schon fertig. Ich weiß, was ich zu tun habe. Und deswegen bleibt ihr in meinen Augen ein Novize. Ihr wisst gar nichts. Ihr vermutet. Ihr müsst von Fehlern ausgehen. Vielleicht habt ihr etwas übersehen. Antizipation, Altair. Wie oft muss ich es euch denn sagen? Sind wir fertig? Nicht ganz. Es gibt noch etwas. Einer der Männer, die hingerichtet werden sollen, ist ein Bruder. Einer von uns. Al-Mualem wünscht, dass er gerettet wird. Kümmert euch nicht um die eigentliche Rettung. Meine Männer erledigen das. Aber ihr müsst sicherstellen, dass Majd Adin nicht sein Leben nimmt. Verderbt es nicht, Altair. Die Zeit wird knapp. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Von Jerusalem, hört mich an! Ich stehe hier heute und bringe euch eine Warnung! Es gibt Unzufriedene unter euch. Sie säen die Saat des Unmutes und hoffen, euch auf den falschen Weg zu führen. Sagt mir, ist es das, was ihr wollt? Der Sumpf des Verrats und der Sünde? Ein Leben voller Angst! Wollen wir nicht, niemals! Dann wollt ihr Taten sehen? Hört uns! Eure Hingabe schmeichelt mir! Das Sündige muss geläutert werden! Nur so gibt es Hoffnung auf Erlösung!
Das ist nicht gerecht! Und ihr steht nur feige herum, als Mittäter dieses Frevels! Seht ihr, wie die Bosheit eines Mannes sich auf die anderen ausbreitet? Sie wollten euch ängstigen und Zweifel säen. Aber ich bin hier, um euch zu beschützen. Hier haben wir vier sündige Seelen. Die Hure, der Dieb, der Spieler, der Ungläubige. Möge der Herr über sie alle richten. Eure Arbeit ist nun beendet. Nein! Nein! Ich habe erst begonnen! Sagt, welche Rolle wurde euch zuteil? Wollt ihr euch auch verteidigen wie die anderen und eure Missetaten rechtfertigen? Die Bruderschaft wollte die Stadt. Ich wollte Macht. Es war eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, Unschuldige zu meucheln? Nicht unschuldig. Die Stimmen der Dissidenten schneiden wie eine Klinge. Sie stören die Ordnung. Darin stimme ich mit der Bruderschaft überein. Ihr habt Menschen getötet, nur weil sie anderer Meinung waren? Sicher nicht. Ich tötete sie, weil ich es konnte. Weil es mir Lust bereitete. Wisst ihr, wie es sich anfühlt, über das Schicksal anderer zu entscheiden? Und saht ihr, wie die Menge jubelte? Wie sie mich fürchteten? Ich war wie ein Gott! Ihr hättet dasselbe getan, wenn ihr gekonnt hättet. Diese Macht! Einmal vielleicht. Doch dann hätte ich erkannt, was mit denen passiert, die sich selbst über andere stellen. Und was ist das? Hier, lasst es mich euch zeigen. Gewalt, Kaffir! Gewalt,
Jerusalem braucht einen neuen Führer. Das hörte ich bereits. Was ist? Keine weisen Worte für mich? Sicher habe ich irgendwelche Fehler gemacht. Ihr habt getan, was ein Mann tun muss. Nicht mehr, nicht weniger. Es besorgt mich, dass ihr für die bloße Pflichterfüllung Lob erwartet. Einfach alles scheint euch zu besorgen. Denkt darüber nach. Aber tut das auf dem Rückweg nach Masyaf. Euer Werk hier ist vollbracht. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Räumen Sie Bogenschützen und Wachen aus dem Weg, bevor Sie sich... Tretet vor, Altair. Berichtet von euren Fortschritten. Ich tat, wie mir geheißen. Gut, gut. Ich spüre, dass ihr mit den Gedanken woanders seid. Sprecht darüber. Jeder, dem zu töten ich geschickt wurde, spricht kryptische Worte zu mir. Jedes Mal komme ich zu euch, um Antworten zu finden. Jedes Mal erhalte ich nur weitere Rätsel von euch. Das muss enden. Wer seid ihr, dass ihr so mit mir sprecht? Ich bin es.